Sie sind hier, 7. Januar 2019, 19.32 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Hee Chen Ha-Wang legte die Führung für Südkorea auf Urheberrecht. Getty Images. Südkorea und Iran siegen in ihren Auftaktpartien beim Asiencup. Den Siegtreffer für Südkorea legt ein Profi vom Hamburger SV auf. Die südkoreanische Nationalmannschaft ist erfolgreich in den Asiencup gestartet. Das Team von Nationaltrainer Paulo Bento setzte sich in Dubai 1:0 gegen die Auswahl der Philippinen durch. EUI Joha Wang, 67. gelang nach Vorlage des Hamburger Zweitligaprofis Hee Chen Ha-Wang der Siegtreffer. John-Patrick Strauß vom Zweitligisten Erzgebirge Aue wurde beim philippinischen Team in der Schlussphase ausgewechselt. 89. Philippinen mit dem Rücken zur Wand. Die philippinische Mannschaft, trainiert vom ehemaligen englischen Nationalcoach Sven-Göran Eriksson, benötigt somit am Freitag, 14:30 Uhr, gegen China einen Sieg, um die Chancen auf die nächste Runde zu wahren. Südkorea könnte mit einem Erfolg gegen Kirgisistan 17:30 Uhr einen weiteren Schritt in Richtung K.O.-Runde machen. Deutlich weniger Mühe hatte der Iran, der sich zum Auftakt in Abu Dhabi 5:0, 3:0 gegen Jemen durchsetzte. Von Sportinformationsdienst.